Im heutigen YouTube-Video machen wir ein 3 vs. 3 vs. 3. Die beste Gruppe bekommt einfach 1000 Juwelen von mir. Das wird einfach richtig krass werden. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und wir gehen direkt ein ins Video. Let's go! Die erste Runde beginnt und ihr seht wieder, wir haben alle die gleichen Skins, damit man das genau auseinanderhalten kann, wer in welchem Team ist. Wir sind jetzt hier Mrs. Stumble mit Ayai zusammen und Monkey. Ich bin mal gespannt, wie gut die beiden sind. Ich habe mit denen, glaube ich, noch schon lange nicht mehr gespielt. Deswegen sind wir da wirklich gespannt. Die anderen Teams sind natürlich auch alle gut. Und jeder möchte natürlich die 1000 Juwelen hier mit einsammeln. Für sich natürlich. Ich passe hier ein bisschen auf hier final aus. Das sieht hier gar nicht gut aus. Einer ist schon raus von unserem Team. Auch noch der Beste, glaube ich, aus unserem Team ist raus. Diesmal muss ich jetzt hier anscheinend carryen oder was machen. Ich kann das alles nicht mehr. Die anderen sind einfach so gute Spieler. Vielleicht können wir ein bisschen was mit Tetris arbeiten. Oder wir gehen einfach schlafen und machen gar nichts hier. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dieses Video hier supporten und schon mal ein Like drauf gegeben haben. Vielen, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank für deinen Support. So, wir gucken mal, dass wir hier ein paar Leute rauskriegen mit Tetris. Aber das sieht hier noch alles relativ entspannt aus. Jetzt, wo wir, wie gesagt, noch eine Person weniger sind, muss mein Team natürlich jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr schwitzen und gut sein. Aber ich denke, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ansonsten carry ich das hier auch alleine gegen alle anderen, denn ich bin der Boss. Oder ich bin fast raus. Nein, nein, nein. Merk schon, die haben richtig Hass auf mich. Das sind richtige Haters hier. Ich merke das doch, diese Haters. Aber nein, wir machen das richtig gut. Das läuft richtig gut hier. Erstmal so ein bisschen entspannt. Alle probieren hier ein bisschen safe zu spielen. Ein paar Mal Leute greifen hier auf jeden Fall ein bisschen an. Oh no, oh no. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Lass mich mal da rüber. Kennst du den Mod? Und wir sind drüber gekommen. Ich hatte kurz Herzinfarkt, dass wir da nicht rüberkommen. Aber einer von einem Team ist raus. Mein Teampartner ist noch mit drinne. Oh, von den Boxern ist, glaube ich, einer raus, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, doch nicht, von den Mr. Stumble. Und wir haben hier einmal den Platzi rausgehauen. Das war so, so krass. Das war so, so gut von uns. Und er steht jetzt wirklich, alle haben einen verloren. Und wir sind noch immer zu zweit. Fuba ist alleine für seine Skins. Wir müssen da hoch. Wie close war das denn bitte? Nein, ich dachte kurz, wir wären hier komplett raus. Aber nein, wir sind noch mit drinne. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Das sieht auf jeden Fall alles sehr wild aus. Nein, 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 aber wir schaffen das. Ich bin alleine für mein Team und muss hier voll komplett durchcarryen. Das war wirklich hier alles wieder zu schwitzerig für mich. Zwei Boxer. Oh, wichtig. Aber jetzt haben wir keinen Ball, oder? Diaz muss jetzt hier richtig gucken, dass es mit Ball funktioniert hier rüber und hat es auch nochmal geschafft. Diaz hier, richtiger Pro-Gamer auf jeden Fall. Nein, doch kein Pro-Gamer. Diaz muss jetzt hier wieder mit Ball arbeiten. Kommt hier nicht rüber und ist raus. Mein Team ist komplett over. Null Punkte für uns. Wer wird das jetzt hier holen? FCB und Fuba sind beide noch hier. Leider nicht von meinem Team. Aber Diaz hat trotzdem richtig gut gespielt, würde ich mal sagen. Dafür hoffe ich, habt ihr schon alle mal ein Like gegeben und ein Abo natürlich. Aber wir gucken jetzt mal, wie gut diese beiden hier noch alle sind. Das ist wirklich close gewesen. Die wollen natürlich alle die 1000 Juwelen haben. Deswegen strengen die sich ja auch alle so krass an. Und der Punch geht raus. Fuba bleibt oben. Kommt auch noch rüber. Das ist ganz entspannter Rito. Fuba und FCB sind auch wirklich sehr gute Spieler. Deswegen muss man da wirklich gucken, dass die, wie gut die hier sind. Aber die machen das schon mal richtig gut. Die wollen wirklich hier die ganzen Juwelen für sich hier haben. Aber das machen die auch richtig gut. Wer von den beiden wird das 1 vs. 1 hier in Block Dash? Auf der Block Dash Legendary Map um 1000 Juwelen hier gewinnen. Der erste Punkt geht dann natürlich an den. Wir merken hier mehrere Runden. Fuba hier ein bisschen im Bedrängnis. Hätte der Tetris da geklappt von FCB, wäre das ganz, ganz schlimm ausgegangen. Aber FCB und Fuba machen das hier noch relativ locker und entspannter Rino. Die denken sich so, ey, Diaz, wir chillen hier noch ein bisschen. Aber schwitzen natürlich nebenbei. Aber wie gesagt, sind auch richtig gut hier in Stumble Guys. Das ist halt wirklich richtiger Fight hier. Oh, ich bin mal wirklich gespannt, wer hier die meisten Siege holt. Dass wir da rausgeflogen sind, war ein bisschen bitter. Aber ich muss sagen, wir haben uns unser Team gut verteidigt. Wir waren als letztes da, haben echt gut da gespielt. Jetzt die beiden hier nochmal. Wie gesagt, jeder will hier den Punkt für sich gewinnen. Das ist wirklich spannend, was hier abgeht. Wenn ihr, wie gesagt, nochmal hier, vielen Dank an alle Leute, die wirklich hier die ganzen Links und die ganzen Videos an eure Freunde schickt. Vielen, vielen Dank. Wir sind so viele Leute hier geworden. Danke für euren krassen Support, den wir hier wirklich von euch erhalten als Team, als die Diaz Army. Möchte ich mich einfach mal herzlich an euch bedanken. Und Fuba und FCB geben hier wirklich alles. Ihr merkt es wirklich, wie lange die brauchen. Die sind wirklich voll konzentriert. Wollen hier wirklich den Sieg für sich auf jeden Fall holen. Oh, war das gut, FCB? Holt ihr Fuba raus? Ist Fuba noch drinne oder nicht? Er ist noch drinne. Fuba hat es doch gerade so geklappt. Das gibt's doch alles nicht mehr. FCB und Fuba fighten sich hier um die Gems, um den Ehre deren Teams und noch vieles mehr und machen das hier richtig gut. Keiner will hier aufgeben. Alle möchten hier wirklich die Gems für sich haben
Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Die machen das hier gut. Die machen alle Emotes. Die usen Tetris, Cancel Emote, um rübergekommen. Spielen auch sehr, sehr safe hier an dieser Runde. Gleich kommt Dwarf. Ich bin mal gespannt, welches Team hier wirklich von den beiden hier gewinnt. Ich bin mal gespannt. Und ich würde sagen, Dwarf zählt heute so. Dwarf lassen wir heute mal zählen. Denn es ist so ein bisschen wie Turnierstimmung. Bei Turnier zählt Dwarf ja auch. Deswegen lassen wir das hier auch zählen. Also müssen sie sich hier wirklich anstrengen und gucken, dass sie hier voll, full Fokus machen. Aber es machen die beiden auch schon sehr, sehr gut. Die lassen auf jeden Fall keine Gelegenheit aus, um hier zu zeigen, wer der Bessere ist. Und welches Team hier vielleicht gewinnt. Und FCB hat die Probleme. Aber hat noch geschafft. FCB ist irgendwie noch reingeglitscht. Warum auch immer, wie er das schaffen konnte, weiß keiner hier. Und die machen auch wirklich hier wirklich Kutobabo und wollen hier beides wirklich gewinnen. Ich kann das nicht mehr, die sind so crazy. Die sind so gut, die sind so gut. Was geht da ab? Holy Mokaroni, FCB wirklich schon schwierige Situation hier. Wirklich trotzdem noch überlebt gegen Fuba. Fuba, wirklich guter Spieler. Und wer gewinnt das Draw hier? Wer gewinnt das Draw? Und es ist vorbei. Welches Team hat gewonnen? Und die Mr. Stumbles gewinnen hier die erste Runde in Block Dash Legend. Die 3 versus 3 versus 3. Es ist unglaublich, was für ein Fight die hier gebettelt haben. Crazy. Die nächste Runde geht los. Die erste Runde haben die Mr. Stumble hier wirklich komplett für sich gewonnen. Mrs. Stumble, also mein Team und Boxer, müssen natürlich jetzt hier Vollpower geben. Und wirklich hier komplett schwitzen. Oh, ich hatte ein bisschen Angst vor Platzi. Oh nein, ich dachte kurz, wir konnten Fuba da raushauen. Dieses, was hier abgeht, ist ja wirklich Tovabo. Die Leute hauen sich hier gegenseitig raus, probieren hier wirklich alles. Es ist natürlich auch schwierig, hier wirklich nicht seinen eigenen Teammates hier rauszuhauen. Das ist vielleicht mal nochmal irgendwie wichtig zu sagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Aber die machen das schon hier richtig gut. Besonders die Boxer gefallen mir hier richtig gut. Die halten zusammen, die bleiben immer in der Nähe voneinander. Und da bin ich auch echt mal wirklich gespannt, ob die hier noch einen Punkt holen, ob die einen Punkt holen oder ob die Mr. Stumble in Führung gehen. Die erste Person ist raus und es scheint von meinem Team nicht zu sein, oder? Bin ich jetzt ein bisschen lost? Ich weiß gar nicht, wo hier abgeht. Doch, es ist von meinem Team. Es ist von meinem Team. Die erste Person ist raus. Nee, gar nicht. Der erste Boxer ist raus. Ich komme hier nicht mehr klar. Das ist wirklich hier ein Tovabo. Ihr seht es selber. Wir wissen gar nicht, welche die Zentrale, müssen wir mal fragen. Zentrale, wer ist hier raus? Wer ist raus? Wir wissen gar nichts. Keine Ahnung. Ich glaube, einer der Boxer scheint raus zu sein. Oh, nee, Mr. Stumble ist raus. FC Fuba ist raus. Nun auch Robin für Mr. Stumble am Start. Wir würden jetzt auf jeden Fall hier gerne nochmal einen Boxer raushauen. Könnten wir vielleicht hier nochmal ein bisschen was planen mit. Wenn wir die Boxer hier wirklich raushauen, könnte das wirklich gut sein für uns. Aber wir müssen halt wirklich hier zusammenarbeiten. Wir sind von Mrs. Stumble noch alle am Start. Das ist sehr, sehr gut. Und sind da auf jeden Fall auch jetzt gut dabei, muss ich sagen. Jetzt hier ein bisschen Panik für mich hier auf jeden Fall. Ich komme hier nicht durch und bin raus. No. Es ist tut so weh. Aber Monkey macht hier den nächsten Fubratz raus. Und ist auch guter Spieler. Hier steht wirklich 2 zu 2 versus 1. Mrs. Stumble 2 Punkte. Oder? Nee, was ist denn jetzt hier passiert? Ist jemand unsichtbar? Nee, Mrs. Stumble gegen ein Mr. Stumble. Jetzt heißt es einfach locker flockig hier vielleicht zusammenspielen und vielleicht mal ein paar Pläne hier machen. Aber das sieht auf jeden Fall schon alles sehr, sehr gut aus. Man muss natürlich jetzt hier wirklich aufpassen. 2 versus 1, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für mein Team sogar. Wir müssen natürlich jetzt wirklich gucken, dass wir es weiter aufbauen. Und jetzt mal hier gucken, dass wir nicht rausfliegen oder so. Oh, wichtig! Ich glaube doch, aber alle sind noch weitergekommen. Nein, jetzt haben sie sich hier gegenseitig rausgepuncht. Und aber alle sind noch drinnen gewesen. Wie krass seid ihr denn drauf? Mein Team ist so gut. Und sie gewinnen sogar noch. Mein Team gewinnt das ganze Spiel hier. Mein Team, es steht 1 zu 1 zu 0. Und wir haben den nächsten Punkt für uns geholt. Und unser Mrs. Stumble Team, wichtig und richtig. Boxer haben noch gar keinen Win. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles passiert. Es ist ja wirklich crazy, was hier passiert. Die dritte Runde beginnt. Es steht 1 zu 1 zu 0. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir unsere Führung, die wir eben gekriegt haben, noch aufbauen können. Oder ob das hier schon gleich für uns vorbei ist und die Boxer auch hier mal einen Sieg mitnehmen. Wir hoffen natürlich, dass wir hier wirklich ganz nach vorne sind. Man hat das gesehen, Robin wollte uns hier raushauen. Aber das sieht nochmal alles hier sehr, sehr unübersichtlich aus. Ich weiß gar nicht, wer hier wieder raus ist. Zentrale, habt ihr Informationen? Habt ihr Informationen, Zentrale? Es scheint ein Boxer wieder raus zu sein. Zentrale hat gesagt, ein Boxer hat sich hier von der Bildfläche verabschiedet. Und wir müssen natürlich gucken, alle Mrs. Stumble sind noch da. Mr. Stumble auch noch alle am Start. Das ist hier wirklich ein Tovabo. Aber das glaube ich hier alles nicht mehr. Das könnte so gut für uns sein.
wirklich, Boxer hätte ich auch eigentlich als Favoritengruppe gesehen, aber scheint jetzt hier nochmal ein bisschen mehr raus zu sein. Latzi, oh, wichtig, wer noch alle sind da? Monkey und ich sind hier beide rübergesprungen und wollen natürlich hier auch ein bisschen entspannter machen. Hier ein bisschen beide auf Robin gegangen, aber nicht wirklich viel Impact gehabt oder Nutzen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wir haben nochmal hier einen Verlust bei den Boxern. Es steht 3 gegen 1, Platzi alleine für die Boxer im Ring auf jeden Fall. Aber das kann sich alles natürlich auch minütlich hier komplett ändern. Wir müssen nochmal gucken, dass wir ein bisschen mehr auf die Mr. Stumble gehen, weil die sind noch zu zweit. Aber da hat sich auch gerade jemand von den Mr. Stumble verabschiedet. Also wir sind noch zu dritt. Das heißt, vielleicht könnten wir das hier auf jeden Fall nochmal alles holen. Oh, wir müssen jetzt hier schnell rüber. Das ist so, so wild. Das ist so, so wild. Ich kann diesen Trick nur leider hier. Komm da noch rüber! Komm hier auch noch rüber! Das war so wichtig hier! Es steht 1 versus 1 gegen 2, aber wir sind jetzt hier beide... Nein, 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 alle Mr. Stumble sind raus, wie? Es ist 1 versus 1, Punch gegen Fuba hier, Boxer gegen Noskin ist hier am Start, das ist alles nicht mehr möglich, ihr merkt doch schon selber, meine Stimme geht weg, das ist hier wirklich alles zu brutal, man weiß gar nicht, was hier abgeht, holen sich die Boxer den nächsten Win oder einen Win oder holen sich die Noskins noch einen Win und es steht dann 2 zu 1 zu 0 oder wie wird das enden hier? Fuba, der beste Spieler, glaube ich, von den Noskins, zeigt natürlich hier, was er drauf hat, hier ist ein bisschen zu spät, kommt er noch rüber? Er schafft es nicht! Es steht 1 zu 1 zu 1! Das ist das Krasseste, was wir hier jemals gesehen haben! 1 zu 1 zu 1! Und wer wird sich jetzt hier den letzten Sieg holen der Runde? Die letzte Runde ist angebrochen. Diese Runde entscheidet wirklich komplett alles. Wer diese Runde jetzt hier gewinnt von denen, hat wirklich die 1000 Juwelen in seiner Tasche. So ein spannendes Finale hatten wir hier, glaube ich, noch nie in dem Contest. Was hier alles abgeht, ist schon crazy. Wir müssen halt wirklich gucken, dass mein Team würde ich mir natürlich auch gönnen. Es ist wirklich krass. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da, wenn ihr solche Sachen fühlt, damit wir genau wissen, worauf ihr Lust habt und was wir öfters machen sollen. Das ist ja mal richtig crazy. Das sieht hier alles schon sehr, sehr gut aus. Fuba wollte uns da vielleicht nochmal rauskicken. Aber wie es hier auch in Tovabo geht. Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben, ein bisschen mehr zusammenhalten hier auch. Aber Platzi hier macht mir einen Tetris ins Gesicht. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Da geben wir mir jetzt erstmal ein bisschen Rache hinterher. Aber entspannt, entspannt, entspannt. Wichtig, dass wir hier nochmal rüberkommen auf entspannter Basis. Es sind auch noch wirklich alle am Leben, was auch sehr gut für meine Community ist. Da wäre fast jemand raus. Robin sah ganz, ganz am Ende aus. Das sah schon gar nicht mehr gut aus. Oh, der erste fliegt drauf. FCB ist rausgeflogen durch die Stacheln. Immer ein schwieriges Hindernis, wenn man da wirklich kein Canceling-Mode macht oder sich komplett vorbereitet. Kann das wirklich schlimm enden mit den Stacheln. Aber mein Team ist noch da. Boxer sind jetzt hier ein bisschen in Unterzahl. Aber das hat die natürlich eben auch nicht wirklich gestört. Und haben dann sogar hier den Sieg geholt. Ohne dass jemand dachte, wirklich, die Boxer hatten wir jetzt alle nicht als Favorit gesehen. Aber trotzdem haben sie eben den Sieg geholt. Das heißt, es haben alle wirklich noch die Chance auf den Sieg hier von dem Contest um die 1000 Gems. Nein, wir sind raus! Nein, mein Team muss für mich carryen! Wie doof, ich sag gerade extra noch wegen den Stacheln muss man aufpassen und dann... Oh, mein Team ist immerhin in Unterzahl. Ich glaube das alles nicht mehr. No Skins, Mr. Stumble ist in Führung. Es steht 1 zu 2 zu gegen 1. Boxer, oh Boxer und hier alle unten... Oh, Boxer kommt noch rein. Es ist ein 1 versus 1 versus 1. Das ist ja das spannendste Finale in ganz Stumblegeist in der Weltgeschichte. Fuba ist raus. Wer gewinnt? Platzi oder Monkey? Es ist wirklich krass. Gewinnen wir oder die? Das ist nicht mehr möglich. Was hier abgeht in diesem Finale, hätte niemand gedacht. Was ist das denn alles? Vielen Dank für euren ganzen Support. Es ist wirklich crazy, was hier abgeht. Platzi fast hier raus. Monkey und Platzi, beide wirklich gute Spieler. Ihr merkt das, ihr seht das schon auch alle, wie die hier abgehen. Die wollen sich hier wirklich den Win holen. Und ich würde es den beiden auf jeden Fall auch gönnen, natürlich mein Team mehr. Ich sag, wie es ist, aber haben alle gute gekämpft. Alle Teams waren wirklich sehr, sehr gut bis jetzt hier. Sehr starke Spieler. Oh, Monkey hier macht ein bisschen Druck. Macht ein bisschen Druck. Und gewinnt das hier, Monkey gewinnt das für die Mrs. Stumble, für mein Team. Championship, World Record, die Diaz Army, 3 versus 3 versus 3, gewinnt einfach mein Team, Monkey, Ayai und ich gewinnen das hier, let's go! Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, hier findet ihr noch weitere Videos, die ihr nicht verpassen solltet und wir sehen uns morgen um 16 Uhr mit einem neuen YouTube-Video, bis dann Leute, ciao!